habt jetzt kurz die Gunst der Stunde. Ich habe mich gerade umgezogen, also mir einen Jackerl angezogen. Es ist recht warm bei 13 Grad, aber jetzt nur mit dem Trikot und dem drunter ist ein bisschen zu kühl dann. Also, es ist 1 Uhr, bin bei fast Kilometer 90, bin von München losgefahren, so um 21.30 Uhr und auf dem Weg zum Bodensee. Ich habe vor, dass ich den Bodensee dann auch umrunde, und zwar von Lindau dann gleich runter in die Schweiz rein und dann quasi auf der Südseite, ist das die Südseite? Ja, müsste die Südseite sein, vom Bodensee entlang und dann, wie gesagt, umrunden, wieder zurück und dann wieder nach München heim. Jetzt weiß ich nicht, wieso jetzt gerade nicht scharf stellt. Was soll das jetzt? Es funktioniert alles wunderbar. Ich habe sogar einen leichten Rückenwind, was natürlich ein Traum ist. Navi, Pulsuhr, alles funktioniert hervorragend. Stirnlampe, Lampen, alles Mögliche. Also wirklich, ich muss sagen, mittlerweile ist equipmenttechnisch bei mir eigentlich so das Ende der Fahnenstange. Mittlerweile bin ich wirklich gut ausgerüstet. Da macht eigentlich nichts mehr irgendwelche Sperrenzchen. Ich habe vorher mal bei einer Tankstelle angehalten, habe mir noch einen Cola gekauft und 1,5 Liter Wasser getrunken. Und ja, ansonsten ernähre ich mich aus meiner Tasche hier. Gummibärlis zum Beispiel und halt natürlich meine Powerbars. Genau. That is it. Ich fahre jetzt gleich wieder los. Und halt euch auf dem Laufenden in der Nacht Bilder zu machen und so, das ist immer ein bisschen. Ich meine, was soll ich fotografieren hier? Es ist schwarz. Okay. Gut, dann fahre ich weiter und halte euch, wie gesagt, auf dem Laufenden. Servus! Noch was. Ich bin am Bodensee angekommen. Die Sonne geht noch nicht auf, aber die Dämmerung ist da. Ist das nicht schön? Das ist doch immer der allerbeste Lohn für so eine Nachtfahrt, die schon ein bisschen schlaucht, aber eigentlich absoluter Traum ist. Kilometer 200, ist eben 5 Uhr noch was, also bin ich jetzt 5, 6, 7 irgendwie Stunden geradelt und sehr geil. Jetzt weiß ich nur noch nicht, in welche Richtung ich jetzt fahren soll. Ob ich jetzt halt hier herum fahren soll oder ob ich die Richtung fahren soll. Keine Ahnung. Das muss ich jetzt noch entscheiden. Und es hat kein Bäcker offen. Das ist natürlich sehr schade. Aber dieser Hafen hier, der ist ja mal der Hammer. Dieser Turm. Das ist einfach so. Steht hier ein Turm. Genial. Richtig schön. Und nochmal wegen Nachtfahrt. Es ist halt genial, wenn du
Zeug hast, auf das du dich verlassen kannst. Diese Lampe, die habe ich kein einziges Mal ausgeschalten. Lief die ganze Zeit fast auf volle Pulle. Meine Rückleuchte, die habe ich jetzt mal ausgeschaltet, weil mich das Blinken genervt hat. Die könnte ich jetzt aber eigentlich noch 16 Stunden weiterlaufen lassen oder so. Weil es halt einfach läuft. Es funktioniert einfach. Ja, genau. Gut. Also dann, ich glaube, ich fahre jetzt einfach weiter. Bis ich irgendwo einen Bäcker finde. Kann ja wohl nicht sein hier. Bin ja hier nicht zum Spaß. Herrschaftszeiten. Also kann man schon sagen, es ist ganz nett hier. Wenn man sich das da hinten mal anschaut. Das da hinten, ja, ist Österreich. Dort. Davon ist Deutschland bis da vorne. Und ich hätte jetzt mal gesagt, das da, ja, das ist natürlich noch die Schweiz, da wo der Kirchturm da ist, da geht es dann langsam wieder rüber nach Deutschland. Konstanz, oder was wird das dann sein? Sau schön hier, wirklich sau schön. Wieso war ich denn hier bitte noch nie privat, also so normal privat meine ich, ohne Radl, einfach so. Servus. Es ist 9:30 Uhr. Ich bin wieder in Deutschland, bin gerade durch Konstanz durch und ja, stehe jetzt hier irgendwo an so einem Ding. Irgendwie, also Kilometer 260 habe ich jetzt. Und ja, irgendwie bin ich gerade so ein bisschen, würde ich jetzt gerne hier mich hinlegen für eine Stunde. Und ich frage mich halt, an was das liegt. Liegt das jetzt daran, dass ich müde bin? Liegt es daran, dass meine Beine schwach sind? Liegt es daran, dass ich zu wenig gegessen habe oder zu wenig getrunken? Oder fehlt meinem Körper irgendein Nährstoff oder sonst irgendwas? Das wüsste ich gern, aber wie soll ich es rausfinden? Keine Ahnung. Natürlich bin ich müde und natürlich haben meine Beine jetzt 267 Kilometer drinnen und natürlich habe ich weniger gegessen, als ich verbraucht habe. Deutlich weniger wahrscheinlich. Aber ich fahre schön niedrigtourig, also von meinem Puls her. Das heißt, meine Fettverbrennung läuft mit Sicherheit wunderbar. Dazu noch das ganze Zuckerzeug, was ich mir die ganze Zeit reinpfeife. Ich habe mich gerade erwischt, wie ich mir Gummibärlis reingeschmissen habe. Ja, ich weiß es nicht. Sowas kann man, glaube ich, nur rausfinden, wenn man irgendwie ein Begleitfahrzeug hat,
mit irgendwelchen Sachverständigen drinnen, die einem dann immer genaue Portionen geben und alles Mögliche in Echtzeit analysieren. Ich hoffe, dass jetzt einfach nur Müdigkeit ist. Und ja, mal, die kann man ein bisschen überwinden, wenn man einfach weitermacht. Ich habe mir jetzt gesagt, nee, in 25 Kilometern, dann mache ich jetzt so eine 15 Minuten Pause oder 20 oder eine halbe, vielleicht auch eine halbe Stunde. Auf jeden Fall irgendwie ein Päuschen, wo ich mal ganz kurz die Äuglein zumache. Genau. Ansonsten, ja, wenn es jetzt 267 Kilometer sind, dann hätte ich ja genau jetzt Halbzeit. Weil irgendwas habe ich gesehen mit 540 Kilometern oder was wären das, wenn ich über Füssen wieder nach München radeln würde. Ja. Der Wind übrigens, er war vorher mein Freund, jetzt ist er kein Freund mehr. Ich fahre jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Beziehungsweise eigentlich noch nicht wirklich, aber irgendwie, er bläst genau mir entgegen zum Teil, wenn ich in den Kurven und so. Naja, jetzt esse ich mal noch meine Gummibärlis fertig und dann geht's gleich weiter. Ich bin jetzt mit meiner Bodenseeumrundung demnächst dann mal fertig. 16 Kilometer bin ich wieder in Lindau. Ich bin bei Kilometer 337 bei 11 Stunden 50 Fahrzeit. Es ist, glaube ich, 1.40 Uhr oder so. Ich habe mir die beste Rennradstrecke auf jeden Fall ausgesucht hier. Ja, ich habe vor so 30, 40 Kilometern, ich glaube Meerburg hieß das, da, kurz davor, habe ich eine halbe Stunde Pause gemacht, habe mich hingelegt, was gegessen davor, mich dann hingelegt und das war, glaube ich, ganz gut. Ich konnte wieder ganz gut durchstarten dann. Was krass ist der Gegenwind. Also der ballert dermaßen. Ich weiß nicht, ob man es so wirklich sehen kann. Aber es sind Böen auf jeden Fall. Starke und auch lang anhaltende Böen. Ja, mir macht es schon noch Spaß. Ich meine, ab Lindau theoretisch Bayern-Ticket und ab nach Hause. Ja.
gewesen bin. So, der ist quasi mein Terrain. Jetzt muss ich den Radler davon mal ein bisschen. Gell? Den muss ich jetzt mal einholen. So, ich habe gerade ein neues Ziel eingegeben bei mir. Und zwar habe ich jetzt davon Abstand genommen, dass ich nach Füssen fahre und danach noch nach Hause. Ich habe einfach irgendwie keinen Bock mehr. Hier die Straße ist Gülle und dieser Wind, man sieht es hier. Also ich bin ja wirklich kein Lappen, aber heute gönne ich mir so ein bisschen Lappen sein. Der Wind, der macht mich echt kaputt. Ich fahre hier mit 12 km/h. Das ist ja richtig beschissen. Dann macht es auch keinen Spaß mehr. Also, ich fahre jetzt halt nach Oberstaufen. Da habe ich gesehen, gibt es einen Bahnhof. Und mit diesem, irgendeinem Regionalexpress oder was, fahre ich dann, also mit einem Bummelzug, fahre ich dann 8 Stunden nach Hause oder so. Ich könnte von dort auch noch weiter nach Sonthofen. Oder Waltenhofen, theoretisch auch nach Kempten natürlich. Aber Kempten wäre nochmal doppelt so lang. Kempten wäre mit Sicherheit von der Anbindung am besten, aber es ist mir jetzt eigentlich scheißegal. Genau, also ich pack's, hab keinen Bock mehr. Ist jetzt, der Tag war lang genug. Um 21.30 Uhr oder was angefangen. Jetzt ist es. Weiß kein Mensch. Und ja. Mich ärgert es ja schon ein bisschen. Naja. 364 Kilometer habe ich und 13 Stunden Fahrzeit bisher. Das ist schon all right. Geil. So, dann fahre ich jetzt mal los, damit das jetzt dann auch mal ein Ende findet und dass ich jetzt hier nicht noch 2 weitere Stunden stehe. Ich merke schon die ganze Zeit, dass ich Pausen mache. Ewigkeiten. Und das hier alles rauszögere, ist ja Güll. Man bringt dann eigentlich auch nichts. Jetzt muss man noch ein bisschen zusammenbeißen, vielleicht auch mit Gummibärlis noch im Mund und dann ratzfatz go. Wenn ich den Berg da hinten sehe, kommt mir das Brechen. Ist nicht schlimm eigentlich, aber kommt mir trotzdem das Brechen. Naja. Ja, was wir jetzt da sehen, ist einfach wunderschön. Ist das nicht wunderschön? Diese Berge, diese leichten Berge, sanfte Hügel, diese Wiesen voller Dotterblumen oder Butterblumen, Löwenzahn, alles Mögliche. Einfach schön. Genau das, was aber auch das Schöne ist, ist natürlich auch das Tödliche. Nämlich genau die ganze Zeit diese Hügel. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Du kannst dich nicht darauf einstellen, dass du irgendwie... Servus. Du kannst dich also nicht darauf einstellen, dass du jetzt einfach 30 Kilometer einen Berg hochfährst. Wie, keine Ahnung, Brenner oder sonst irgendwas. Sondern es ist ein stetiges Spiel. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Zwar immer wieder mit neuer Aussicht und Abfahrten und so, aber das macht, also mich macht das kaputt. Das
lieber stelle ich mich drauf ein und dann gehe ich in meinen Trott rein und dann trete ich halt einfach im niedrigsten Gang 30 Kilometer und dann ist alles gut. Das passt für mich. Da bin ich irgendwie, das habe ich kein Problem mehr mit. Aber das, wie in der Toskana ist das ungefähr. Das hat mich da auch immer fertig gemacht. Beim Tuscany Trail. Spinste. Naja, aber jetzt habe ich nicht mehr weit. Kilometer 382, wahrscheinlich kommen jetzt noch so 6 oder 7 dazu. Okay, dann sind es halt nicht 400, ist mir auch wurscht. Jetzt in Oberstaufen steige ich in den Zug. Das ist jetzt da hinten. Ich bin jetzt gerade, glaube ich, die letzte Kuppe hochgefahren. Jetzt muss ich dann nur noch runtergehen. Alles in allem, eigentlich funktioniert noch alles. Beine und so, aber ich habe einfach keinen Bock mehr. Und ich finde, ich bin ja Freizeitsportler und da kann man durchaus auch einfach mal keinen Bock haben. Gell? Ich mache das ja nicht hier, sondern ich mache es einfach zu dem Spaß. Und den Spaß hat es gemacht und jetzt bleibt es dann aber auch. Dann verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ich habe riesen Schiss vor dem Transatlantic Whale Race, weil da wollte ich eigentlich jeden Tag so eine Etappe fahren wie heute. Völlig utopisch, völliger Irrsinn. Gut, dass ich meinen Rückflug schon gebucht habe. Ich habe mir, glaube ich, 10 Tage Zeit habe ich mir gegeben. Ja. Naja, okay, gut. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht klappt es nochmal bis zum Transatlantic Whale Race im Juni. Ansonsten halt mal danach. Servus, pfiat's euch.